Die Pottermania lässt kaum jemanden kalt. Wenn schon die Eltern in den Harry-Potter-Büchern geschmökert haben, haben ihre Kinder keine Chance, dem Potter-Fieber zu entkommen. Die ganze Familie ist schwer verpottert, sag ich immer. Also die müssen jeden Film sehen, die Kinder müssen langsam jedes Buch gelesen haben. Also es ist Pflicht und ich bin seit der ersten Stunde dabei. Ich habe sie angesteckt. Mit Hörbüchern, allem drum und dran zu Hause, alles vorhanden. Das ging los mit Vorlesen. Später konnte sie selber lesen und dann kamen die Filme. Für mich war das immer ein Zufluchtsort, so ein bisschen auch. Während Corona habe ich mich da ziemlich drin verloren. Der Carlsen Verlag, bei dem die Potter-Reihe in Deutschland erschienen ist, hatte zu dem Event eingeladen. Es sollte ein Weltrekord gebrochen werden, der 2017 im australischen Perth aufgestellt worden war. Dort waren 997 als Harry Potter verkleidete Fans zusammengekommen. Bedingung: Blitznarbe, Umhang und Brille. Nachdem man sich hatte registrieren lassen, gab es für die Potter-Fans allerhand Unterhaltsames. Man konnte sich mit einem riesigen Hippogreif namens Seidenschnabel fotografieren lassen oder mit einer aus Lego nachempfundenen Kampfszene zwischen Harry Potter und Voldemort. 2 Stunden nach Eröffnung wurde ein buntes Bühnenprogramm gestartet. Ein Highlight, eine von Rufus Beck gelesene Quidditch-Partie. Der Schauspieler hat alle Hörbücher von Harry Potter eingelesen. Harry ist im Internat groß geworden, ich bin auch im Internat groß geworden. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ohne die Eltern auskommen muss. Man muss sich sehr früh orientieren, wer ist Freund, wer ist Feind. Man muss ein Gespür dafür entwickeln, man muss sich da auch durchsetzen. Da gibt es natürlich auch Kinder, die dann das vielleicht nicht schaffen und andere Kinder, die entwickeln daraus eine Stärke. Ein Besucher hatte sich auf die Brille beschränkt und auf Umhang und Blitznarbe verzichtet, Bürgermeister Peter Tschentscher. Diese Begeisterung weltweit hat einen Höhepunkt und das ist Hamburg. Wir sind nämlich Home of Harry Potter. Schon nach kurzer Zeit war das eingezäunte Karree vor der Bühne voll. Niemand wurde mehr eingelassen. Laura Kuchenbecker vom Rekordinstitut Deutschland verkündet den Weltrekord. Ihr seid 1.748. Freude bei den Harry Potters, die auf das abgezäunte Gelände gekommen waren, Frust bei allen anderen. Die idealen Voraussetzungen wären natürlich gewesen, dass wir ein so großes Eventareal abgesperrt haben, dass wirklich alle Menschen, die verkleidet gekommen sind, auch gezählt werden können. Das war dementsprechend leider so nicht gegeben. Daher können wir nur die 1.758 Personen als neuen offiziellen Weltrekord anerkennen. Der Rekord hätte mehr als vervierfacht werden können. Insgesamt waren 4.453 Harry Potters gezählt worden.